Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dirge Rally und wir sind direkt hier bei dem nächsten Event und fahren unsere erste Etappe in Björklangen. Es sieht aus, als wäre hier noch schöne Sonne und wir starten einfach mal direkt. So langsam, man hat ja gesehen, so langsam komme ich ein bisschen besser damit klar, das heißt vielleicht schaffen wir diesmal eine bessere Platzierung. Ja, Schnee, okay. Aber Schnee sollte jetzt nicht unbedingt so viel anders sein als Schotter, hoffe ich mal. Achtung, go! Man sieht auf jeden Fall direkt sehr, sehr viel Abwechslung. Ich meine, wir waren erst vor kurzem in Griechenland unterwegs bei Sonne und Schotter und sind jetzt hier in Schweden im Wald bei Schnee. Das zeigt natürlich die Vielfalt und das, finde ich, macht die Rallye ja auch immer so ein bisschen aus, dass man immer wieder andere Gegebenheiten hat und sich die Fahrer auch ständig anpassen müssen. Uiuiui, geile Grafikeffekte, aber schlecht fürs Auto und die Zeit. Dann nehmen wir hier voll den Schnee mit. So, die Strecke sieht aber bis jetzt noch ganz in Ordnung aus. Uiuiui, weg vom Schnee, weg vom Schnee. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Auch wenn es natürlich nicht besonders toll ist für die Zeit. Weil das natürlich enorm viel Zeit kostet. So, jetzt kommt gleich, glaube ich, eine enge Linkskurve. Na, nee, so eng ist sie dann, glaube ich, doch nicht. Geht. Es läuft aber eigentlich ganz ordentlich, muss man ja sagen. Ich bin ja immer noch ein Rallye-Anfänger. So, und die Hälfte der Etappe haben wir jetzt gleich absolviert. Wenn wir hier durch dieses Schildchen springen. Uiuiui. Das hat natürlich jetzt Zeit gekostet, dass wir uns hier gedreht haben. Aber gut, das läuft noch alles relativ ordentlich. Ja. Weg vom Schnee, weg vom Schnee. So. Es ist natürlich immer das Tückische. Zum einen hat man hier schön keine künstlichen Begrenzungen, also unsichtbare Wände. Zum anderen ist es natürlich, wirkt das natürlich auch die Gefahr, dass wenn man dann mal abkommt von der Strecke, dass man auch wirklich weg ist. Oder halt eben hier in so einem Schneegraben landet. So, aber insgesamt läuft es, glaube ich, doch schon ganz ordentlich. So, fahren hier auch ziemlich schnell, muss man mal wirklich so sagen. Ich meine, der Wagen ist hier gerade fast unbegrenzt gewesen. Und haben die Strecke jetzt auch gleich schon absolviert. Achtung. Uiuiui. Das war auch wieder knapp. So, das läuft. Schön vorsichtig, nicht zu viel riskieren. Nein. Okay, es ging noch. Wir haben gar nicht so viel Zeit verloren dadurch. Trotzdem war es ärgerlich. Wir sind jetzt im Ziel und haben 29 Sekunden Rückstand. Na, da bin ich mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Immerhin vierter Platz. Ja, wir haben uns, glaube ich, auch zweimal gedreht und sind 4-5 Mal in diesen Graben da, in diese Mauer von Schnee reingefahren. War natürlich ärgerlich. So, und wir gehen direkt zur nächsten Etappe. Elksjön. 7 Kilometer lang. 38% festgefahrener Schnee und 62% Schnee. Also, das könnte auch wieder ganz schön rutschig werden. Dann haben wir hier natürlich noch andere Strecken, die gleich noch kommen. 4 Etappen also hier bei diesem Event und insgesamt sind in dieser Open-Meisterschaft 4 Events. Also, es geht schon relativ schnell vorwärts. Na los, lade. Der lädt hier ganz schön lange diesmal. Normalerweise ist es immer in kürzester Zeit erledigt. So, da ist der Ton und es geht weiter. Fahrzeug braucht man nicht reparieren.
Geht direkt los hier. Und go. Ich frage mich, ob es nicht klüger wäre, direkt in meinem zweiten Gang zu starten. Aber ich weiß nicht, ob der Wagen das mitmacht. So, das hier ist also dieser festgefahrene Schnee. Ja. Also so langsam komme ich wirklich ein bisschen besser mit dem Auto klar. Mein Lieblingsfahrzeug wird es bestimmt trotzdem nicht. Aber das muss es ja auch nicht werden, weil wir werden uns ja dann demnächst auch viele weitere Fahrzeuge kaufen. Denn wir brauchen ja immer wieder neue Fahrzeuge für die anderen Klassen. Ja, und wer es vielleicht auch noch nicht gesehen hat, Dirt Rally bietet ja hier nicht nur diese normalen Rallye-Events, sondern wir können auch später noch bei den Hillclimb-Rennen mitfahren. Also, wem das jetzt nichts sagt, vielleicht kennt der ein oder andere von euch Pikes Peak, wo Walter Röll damals mit dem Audi Quattro hochgebrettert ist. Also das können wir auch noch erleben sozusagen. Und wir haben hier auch das neue Rallye Cross, was ja im Moment immer beliebter wird. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Scheiße. Puh. Das war knapp. Hat natürlich auch Zeit gekostet, aber es geht noch. Ah, hier ein schickes Häuschen. Also die Umgebung wirklich echt schön. Kann einer sagen, was er will. Auch wenn die Texturen jetzt vielleicht nicht das Allergeilste vom Geilsten sind hier mit 4K und was weiß ich nicht alles. Aber das Ganze ist einfach in sich stimmig und sieht auch echt gut aus. Die Beleuchtung ist auch wirklich schick. Ich mach mal hier das Licht an. Licht kann ja sowieso nicht schaden, gerade hier bei der Rallye. Fahren wir hier über die Brücken. Ganz schöne Speedpassage hier gerade. Uiuiuiui. Da gehe ich mal lieber ein bisschen vom Gas. Und hier kommt gleich eine Rechtskurve nach dem Sprung. Ich bin lieber schon mal vorher vom Gas, weil ich wusste nicht genau, wie hoch der Sprung dann wirklich ist. Und nachher landen wir wieder irgendwo in der Böschung. Aber insgesamt läuft es gerade eigentlich ganz gut. Wobei ich wünschte, ich hätte das jetzt nicht gesagt, weil meistens passiert dann genau in dem Moment irgendwas Schlechtes. Ja, jetzt muss er sich hier wieder den Hügel raufkämpfen. Haben natürlich immer noch... Haben natürlich immer noch Rückstand. Aber der sieht, glaube ich, noch im Rahmen aus. Also, ich meine, klar, erster Platz wäre optimal, aber irgendwie ist das nicht drin. Ich weiß auch nicht, warum. Aber deswegen bin ich auch schon froh, wenn wir dann einen dritten oder einen zweiten Platz hätten. Das wäre natürlich echt cool. Man kann ja auch nicht immer Erster werden. Etappe gleich schon zu Ende. Das ging aber diesmal schnell. Kam mir zumindest schnell vor. So, hier die letzten paar Kurven. Nochmal eine langgezogene Kurve. Jetzt kommt nochmal eine Linkskurve hier. Auch die Wälder hier, die sehen echt schick aus. Mit dem Schnee. Ich mag ja dieses Schnee... Feeling auch wirklich echt gerne. Gerade auch bei der Rallye. Das hat für mich immer was ganz Nettes. So, das ist mein Ziel. Mal sehen, wie gut das jetzt hier war. 4 Minuten 31. Damit sind wir immerhin wieder auf dem dritten Platz. Wie gerade auch schon. Nee, wie gerade auch schon? Waren wir gerade nicht auf dem dritten Platz? Wir sind jetzt hier im Moment in der Gesamtwertung auf Platz 4. Mit rund 6 Sekunden Rückstand zu dem Takala auf Platz 3.
Den könnten wir uns aber noch holen. Und ich würde sagen, eine Etappe schaffen wir noch. So, hier die letzte. Store Youngen Sprint Reverse. 6,6 Kilometer, auch wieder größtenteils festgefahrener Schnee. Wir haben mit dem Wetter hier scheinbar auch echt Glück, sonniges Wetter. Kein Schneesturm oder irgendwie sowas in der Art. Ja, und insgesamt das Spiel beeindruckt mich dann doch eher positiv. Also, Menüaufmachung, Grafik, Setting, Feeling, Steuerung, Sound, alles wirklich voll in Ordnung, wirklich gut, muss man einfach sagen, gut. Und ja, auch sonst. Ich guck mal eben, ob wir das Fahrzeug... Na, brauchen wir eigentlich nicht reparieren. Das sieht noch ganz in Ordnung aus. So. Wir können mal im zweiten Gang starten. Ja, der zweite Gang ist deutlich effektiver bei dem Fahrzeug hier. Und der Start lief auch schon mal ganz ordentlich. So, blablabla. Uiuiui, was ist jetzt los? Hat sich gerade komisch steuern lassen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, und ich nehme das jetzt hier gerade natürlich alles am Stück auf. Das dürfte jetzt, glaube ich, hier die dritte Folge sein. Ich glaube, es ist die dritte Folge. Deswegen konnte ich jetzt hier auf etwaige Kommentare, wenn sie denn da sein sollten, noch nicht eingehen. Hab mir nur gerade gedacht, ich habe jetzt gerade ein paar Stunden Zeit gehabt. Komm, machst du mal Dirt Rally. Ach, ich dachte erst, wir kommen da ganz gut rum. Ich habe leider einen Gang noch zu hoch gehabt. Also ich war noch im dritten Gang, hätte eigentlich in den zweiten gemusst, aber das wusste ich leider nicht. Dann wären wir da, glaube ich, echt rumgekommen. Man muss wirklich mal gucken, dass der Wagen auch ordentlich Drehzahl hat. Weil sonst kommt der kaum vorwärts. Nein, 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 nein. Das läuft diesmal aber nicht gut. Ich glaube, da holen wir diesmal leider keine Zeit auf. Mal ein bisschen wieder konzentrieren. So, das sieht ganz gut aus. Auch noch alles im Rahmen. Also durch die Passage hier sind wir gerade ziemlich gut durchgekommen. Oh, ja, ja, ja. Ah, komm doch rum hier. 8 Sekunden liegen wir erst zurück. Das kann ich ja kaum glauben. Da fahre ich ja vor Freude direkt mal hier in den Schneeband rein. Nee, aber ehrlich, also 8 Sekunden, wenn das stimmt, dann ist es ja wirklich diesmal ganz ordentlich die Zeit. Ich meine, Hälfte der Etappe haben wir auch schon rum jetzt hier. So. Also mir persönlich macht Dirt Rally wirklich enorm viel Spaß. Jeder, der so ein bisschen Interesse an Rallysport hat und gerne halt Rennspiele spielt, ich finde, der kommt ja eigentlich gar nicht vorbei, weil es gibt ja jetzt auch nicht so viele Alternativen. Ich glaube, da gäbe es noch das... Das WRC 5, glaube ich, gibt es noch. So heißt es, glaube ich. Von... Wer war das denn? Milestone, die das, glaube ich, entwickelt haben. Also das habe ich selber noch nicht gespielt. Das ist natürlich auch eine Alternative, aber... Das Spiel hier insgesamt ist wirklich schon ein rundes Gesamtpaket, muss man sagen. Und es macht auch endlich, also ich meine, oft in letzter Zeit hat man ja Spiele, wo man dann spielt und denkt, irgendwie scheint es noch nicht ganz fertig zu sein. So ging es mir zum Beispiel bei Project Cars, auch als es dann in der finalen Version war, dachte ich auch irgendwie, naja, aber irgendwie so ein bisschen was fehlt da ja noch, ne? Und
genau dieses Gefühl, was man heutzutage sehr oft bei diesen Early Access Titeln hatte oder hat, das kommt eben, also zumindest für mich, bei diesem Spiel hier gar nicht auf. Man hat wirklich das Gefühl, dass es ein richtiges, gut organisiertes, durchgeplantes Spiel gewesen. So wie die Spiele früher waren. Direkt vollständig, ohne groß noch mit Updates und Patches nachzuliefern, wo dann die Hälfte der Funktion noch gefehlt hatte. Also ich glaube wirklich, die Early Access Phase wurde hier in dem Spiel... Nein! Boah, ich dachte schon, Totalschaden oder so. Also die Early Access Phase, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, wurde hier wirklich gut genutzt. Ja, wir sind hier vor Takala mit 20 Sekunden Vorsprung. Das ist natürlich besonders gut. Haben hier einen dritten Platz und sind somit auch in der Gesamtwertung auf Platz 3. Wobei wir natürlich den Miller und den Ottosen höchstwahrscheinlich nicht mehr einholen werden. Ja, und dann werde ich mich auch hier von dieser Folge verabschieden. Es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Guckt auch in der nächsten Folge wieder rein. Denn wie wir sehen, kommt hier noch eine schöne Etappe in Schweden im Schnee. Und dann bin ich mal gespannt, was uns im letzten bzw. vorletzten Event erwartet. Also bis morgen. Haut rein.